So Leute, ich fahre jetzt gerade zum Motorradhändler, um eine Z650, also eine gedrosselte, weil ich ja jetzt nur den A2 habe, Probe zu fahren. Ich freue mich schon mega drauf und natürlich nehme ich euch mit. Werde ich dann während der Fahrt gleich meine ersten Eindrücke schildern. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Bis gleich. Da ist sie, die Z650. So Leute, das ist nochmal ein Direktvergleich. Das ist mein Motorrad. Alles klar Leute, das ist jetzt die Z650. Mache ich mich jetzt bereit zu fahren. Freue mich schon drauf, mega. 12.20 Uhr. An. Ist relativ niedrig. Sehr komisch drauf zu fahren auf jeden Fall. Irgendwie sehr klein, habe ich gerade das Gefühl. Alles klar, die geht auf jeden Fall. Die geht. Jetzt haben wir mal 60. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Ja, die ist geil. Ah, die hat 6 Gänge auf hier. Jo, zwei Kurven. Oh, das ist ja ganz anders, Leute. Das ist ja heftig. Oh, das ist geil. Die ist geil zu fahren. Jetzt haben wir... Also. Oh Leute. Also, die ist mir glaube ich fast ein bisschen zu klein. Ich kann die Beine nicht gescheit hoch tun. Aber ich muss sagen, die fährt sich richtig schön. So, jetzt gucken wir mal auf den Tacho, was man hier fährt. Wir haben hier jetzt eine digitale Drehzahlanzeige. Dann haben wir noch ein Tacho. Also normal halt KMH-Anzeige, das was man normal drauf hat. Die Kilometer, Uhrzeit, Tankfüllung und die Temperatur haben wir auch da. Gut. Und eine Ganganzeige auch. Oh, die geht, ey. Die geht! Oh Mann, ey. Das ist aber, also ich muss sagen, das ist ein riesen Unterschied zu meinem jetzigen Motorrad auf jeden Fall. Zu meiner Reise-Enduro. Also man hockt einfach komplett anders drauf. Das Motorrad fühlt sich komplett anders an. Ich bin ja davor noch nie so wirklich ein anderes Motorrad gefahren, sage ich jetzt mal. Aber... Genau, ich bin ja davor noch nie wirklich ein komplett anderes Motorrad gefahren. Aber ich wusste zwar schon, dass es sich komplett anders anfühlen muss oder halt schon sehr anders. Aber dass es sich so komplett anders anfühlt. Boah, die zieht heftig. Dafür, dass sie auf 48 PS gedrosselt ist und ich glaube sogar, die ist schwerer wie meine, zieht sie echt gut. Boah.
also schon anstrengend ist, so drauf zu hocken, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so aufrecht, sondern ich bin halt wirklich ein bisschen gebückt jetzt so. Ja, lecco mio! Ist geil. Oh, ist das geil. Ja, tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt gerade nichts sage, aber ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht, was ich sagen soll. Ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt echt nicht mit erwartet, dass die sogar besser zieht wie meine. Weil wie gesagt, die ist auf 48 PS gedrosselt und ich glaube sogar schwerer wie meine. Und dann ist es ja normal so, dass sie ein bisschen schlechter zieht. Weil es ja gedrosselt ist und ehrlich gesagt schwerer. Dafür hat sie halt dann offen mehr PS. Aber das ist wirklich überhaupt nicht der Fall. So. Das ist schon heftig, Leute. Oh, geil. Kupplung kommt auch sehr früh. Okay. Also ich bin wirklich, muss ich sagen, maßlos begeistert von der Maschine. Aber ich würde trotzdem lieber gern die Z57 haben. Die wird ja, also ich denke mal, ich weiß es nicht, ich denke mal ungefähr gleich sein. Wird es nicht unbedingt einen großen Unterschied machen. Natürlich ist die Leistung wesentlich höher. Ich glaube, die ist jetzt, hat jetzt offen, ich glaube 69 PS, bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, kann auch 68 sein, aber irgendwo um den Dreh rum. Und die 57 natürlich 107. Aber das, ja. Das würde jetzt erstmal sogar so mit den 48 PS, finde ich, erstmal völlig ausreichen. Dann aufmatzen natürlich noch mehr PS, aber irgendwann kommt man halt zu dem Punkt und will halt einfach dann noch mehr. Und dann hätte ich es halt auch einfach. Dann hätte ich dann einfach die ganzen 107 PS und fertig. Da habe ich auf jeden Fall, also denke ich jetzt mal länger Spaß mit. Ob es jetzt wirklich so sein wird, weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen. Aber die ist geil, die ist wirklich gut. Ich würde sie am liebsten jetzt einfach mit nach Hause nehmen und fertig. Geil. Also daran könnte ich mich echt gewöhnen, jeden Tag damit zu fahren. Das ist, oh. Also ich sag's, es ist das letzte Mal und alles zusammenfassend. Das Motorrad ist geil, es hat sogar mit Drosselung richtig schön Leistung. Auf jeden Fall mehr wie meine offene 48 PS Maschine. Und es fühlt sich einfach komplett anders an wie so eine Reiseenduro. Also das ist ja logisch, der Reiseenduro zum Naked Bike ist halt einfach anders. Aber es fühlt sich gut an, es ist wirklich gut, es ist schön, es macht echt viel Spaß zu fahren. Aber es ist wirklich geil. Ich überlege mir ehrlich gesagt gerade schon, die zu holen, anstatt diese 57, weil es mir völlig reicht. Aber wie gesagt, ich will halt halt später dann auf jeden Fall noch schön Leistung haben dann, wo er sich halt auch damit zufrieden sein kann. Wobei das halt echt schön ist, also das ist, die hat echt schön Leistung. Das ist echt geil. Sonst farbenmäßig ist geil, Sound ist geil. Hier ist eigentlich alles sehr gemütlich, Ausstattung, was brauchst du mehr? Wozu braucht man irgendwelche Modis? Die Spiegel sehen jetzt nicht schlecht aus. Gut, das Einzige, was ich halt echt nicht mag und an der Z57 wirklich schön finde, ist einfach der analoge Drehzahlmesser, weil ich finde, Drehzahl sollte analog sein, ganz einfach. Das ist wirklich schöner, die Nadel hin und her springen zu sehen, das ist einfach geil. Aber es lässt sich verkraften, wenn es jetzt nicht so ist. Die Ganganzeige finde ich auf jeden Fall ein sehr großes Plus, auch wenn du jetzt zum Beispiel jetzt das Motorrad jetzt zum Beispiel hast und jetzt nach 2-3 Wochen weißt du halt einfach wie, wo, was. Wie schnell, wie viel Drehzahl und so weiter ist. Hier ist ein NG, gut, zeigt es auch erinnern. Die Bremsen sind super gut. Aber die ist mir, ja genau, wie gesagt, die ist mir glaube ich ein bisschen zu klein. Da ist die 57 glaube ich dann besser. Ist halt ein bisschen höher.
So, also ich bin jetzt wieder zurück und jetzt mal kurz mein Fazit. Die 650 ist mega geil. Die ist richtig geil. Die hat auf jeden Fall mehr Leistung gedrosselt, also vor allem gedrosselt, als ich gedacht habe. Das hat mich echt sehr überrascht. Und es ist aber auf jeden Fall einfach nur mega geil. Das ist ein geiles Motorrad und für Fahranfänger auf jeden Fall sehr geeignet. So, da bin ich wieder auf meinem alten Motorrad. Jetzt, wo ich die Z650 gefahren bin, komme ich auf meinem Motorrad einfach überhaupt nicht mehr klar. Oh je, das ist ja einfach komplett anders, ey. Oh ey, das ist alles so fett und anders. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn es eventuell ein bisschen langweilig war, weil ich jetzt nicht so viel gesagt habe, weil ich war einfach nur sprachlos von dem Motorrad. Es war einfach nur geil. Ja gut, das einzige Problem ist halt, es ist so ziemlich das einzigste Motorrad neben meinem, was ich hier jemals so gefahren bin, weißt? Also es gibt bestimmt noch bessere, aber das war jetzt auf jeden Fall hier im Vergleich zu dem Motorrad einfach nur richtig, richtig geil. Das Gefühl war geil, das Verhalten vom Motorrad war geil, das Motorrad selber war geil, der Sound war geil, Leistung war geil. Und ich bin auf jeden Fall komplett zufrieden und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ride safe and servus und ciao.